Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und heute stellen wir euch das Teppichfarbspray von Colormatic vor. Das Colormatic Teppichfarbspray dient der Farbauffrischung bzw. Umfärbung von Kfz, Teppichen und Fußmatten. Die speziellen Additive sorgen für eine gute Anbindung der Farbe auch an Gummi, Kunststoff und Kunstfaser. Das Farbspray sollte in gut belüfteten Räumen oder im Freien angewendet werden. Für das Nachfärben der Fußmatten benötigen wir neben dem Colormatic Teppichfarbspray einmal Handschuhe, eine Lackierunterlage und eine Bürste. Im ersten Schritt werden die Fußmatten natürlich gründlich gereinigt. Wie das geht, seht ihr im Quick and Clean Fußmatten reinigen. Nach dem vollständigen Trocknen der Fußmatten legen wir die Lackierunterlage aus, ziehen die Handschuhe an und schütteln das Farbspray zunächst einmal kräftig durch. Dafür nehmen wir uns 2 Minuten Zeit. Und dann geht es auch schon los. Wir sprühen die Fußmatte in einem leichten Spritzgang ein. Direkt im Anschluss bürsten wir die Fußmatte gleichmäßig durch, um eine perfekte Verteilung und Anhaftung der Farbe zu gewährleisten. Den Vorgang des Aufsprühens und Abbürstens wiederholen wir 2 bis 3 Mal mit einer Zwischenlüftzeit von ca. 5 Minuten bei 20 Grad Raumtemperatur. 30 Minuten nach dem letzten Spritzgang können wir die Fußmatte wieder verbauen und benutzen. Viel Spaß beim Nachmachen! So, ich denke mir, das Ergebnis ist eindeutig. Man bekommt eine optimale Verbesserung für gebrauchte Fußmatten hin. Ich habe mir sagen lassen, es gibt auch einige Aufbereiter, die damit Sand einfach übersprühen. Ob man das macht, muss jeder für sich selbst wissen. Ich mache es eigentlich nicht. Nee, ich mache es nicht. Die Fasern bleiben auf jeden Fall frei. Die Fußmatte ist noch für einsatzfähig. Und ich finde, das Produkt kann man auf jeden Fall mal einsetzen für eine schnelle Aufhübschung von Kundenfahrzeugen. Hier zeigen wir euch jetzt nochmal den Abriebtest. So, das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Autolackaffen.